Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks, zur Replay-Ausgabe in dieser Woche. Wir sehen in der ersten Runde Onkel M im neuen Cheezor 1010 FB. Er hat eine Optik dabei, ein Abgassystem und einen Ansetzer. Interessantes Layout. Er spielt das Fahrzeug also tendenziell Richtung Light, wobei man ja sagen muss, der Tarnwert ist okay. Die Sichtweite ist jetzt auch nicht überragend. Also es ist schon eine ganz schöne Herausforderung, den als Light zu spielen. Ansonsten, da wissen wir es ja, sehr präzise, sehr schöne Kanone. Guter Topspeed vorwärts, rückwärts. Schlechte DPM und vor allem auch auf der Premium-mäßige Durchschlagswerte. Dafür ein schöner Alpha von 360. Ich bin gespannt, was er uns hier in der Tier 8-Only-Runde zeigen wird. Als Light-Ersatz wird er ihn hier nur schwer spielen können, denn es ist zwei 12-Tonner-Badgets und ein Ive 90 dabei. Und der Gegner hat Ive 90, WZ und 12-Tonner-Badget. Da wird es schwierig, da einen Light-Ersatz zu mimen. Aber es gibt durchaus Runden, wo keiner oder nur ein Light dabei ist, wo man durchaus mit so einem Setup unterwegs ist, dann auf der Flanke entsprechend dann auch den Support liefern kann. Gut, er fährt hier klassisch vorne ran. Er ist hier alleine. Das ist natürlich gefährlich, denn wir wissen auch, panzerungstechnisch hat das Fahrzeug nicht wirklich was zu bieten. Und dementsprechend muss man hier schauen, dass man die Schüsse, die man setzt, nicht in Trades umwandelt. So, Indienpanzer, kommst du hoch? Ja, Problem ist, jetzt bist du schon gespottet. Ja, und da kommt der Schuss vom Liss. Also eigentlich, in dem Moment, wo die Kommandantenkuppel vom Indien zu sehen war, Rückwärtsgang weg. Auf die Distanz bist du offen. Keine Chance. So, hier gegen den... Ja, gegen den Liberté kann man machen. Na, jetzt in die Kommandantenkuppel. Okay, der sah für mich aus, aber daneben geht leider ein Low Roll. Rückwärts rausfahren ist eine schlechte Idee, weil die Gun Depression da richtig scheiße ist. Ja, hat natürlich einen Vorteil, dass man vorwärts schon mal wegkommen kann dann, klar. Aber das funktioniert halt aufgrund der schlechten Gun Depression in den seltensten Positionen oder in den wenigsten Positionen. So, jetzt hier vorne den Trade zu spielen gegen Liberté, gegen Indienpanzer, das bringt nichts. Deswegen zieht er sich erstmal zurück und was geht dir gerade durch den Kopf? Man sieht förmlich, wie du überlegst, was du jetzt machen sollst. Erstmal hier stehen bleiben und den TD-Ersatz machen. Mit Durchschlagswerten, die durchaus schwierig sind. Auch wenn die Kanone präzise ist, je weiter man weg ist, desto schwerer wird es natürlich auch, die Weakspots zu treffen, das ist klar. Und dort, wo jetzt Indienpanzer und T-34 stehen, da in der Senke kommst du nicht ran. Da müssen sie erstmal den Löwe oder den Oho anfangen zu pushen. Wird jetzt so schnell nicht passieren, es sei denn, die beiden sagen da gleich, die Hitpoints sind weg. Aber gut. Schauen wir mal. Wir sind bei einmal Damage. Im Moment ist noch nicht so richtig viel passiert. Es steht 1:0 und sein Team führt mit einem Kill. Der gegnerische Cheezor ist schon in der Garage. Und jetzt warten wir eigentlich drauf, dass irgendjemand jetzt hier einen Fehler macht, irgendwo reinfährt, dass man da entsprechend mal einen Schuss anbringen kann. 12-Tonner Badget links eventuell. Ja, wobei, die kommt nicht richtig. Das sind halt jetzt so diese Geduldsspiele. Man könnte jetzt auch auf die Position vom FV fahren, beziehungsweise vorne mit ran an die Position vom Even und von der Badget. Da kann man ja auch so ein bisschen in dieser kleinen Senke spielen, das funktioniert. Ist halt so eine Sache, die man mal ausprobieren müsste mit dem FV, sag ich schon, mit dem Cheezor. Gut, der Indienpanzer frisst halt aber auch aus. Die Arti unterstützt da. Das Problem ist jetzt eigentlich der Liberté, der da Unterstützung gibt von hinten. Aber die machen da einen ganz guten Job. Okay, ich habe nichts gesagt. Der Löwe geht raus. Jetzt sind es einer gegen drei. Die Arti vom Gegner hält auf den Oho. Der Oho hat ja auch so ein kleines Gun Depression Problem. Nämlich, dass er die gute Gun Depression, glaube ich, nur über die Seite hat und nicht über die Front. Das ist ein bisschen nervig bei dem. Und jetzt warten wir hier. Ich finde die Position grundsätzlich von hier zu spielen blöd, weil man hier erst was machen kann, wenn alle Teammates, die vor einem stehen, tot sind. Und dann ist es meistens zu spät, als dass man hier noch vernünftigen Support liefern kann. Weil dann meistens so viele hier durchdrücken, dass man es gar nicht
schafft, sich da ansprechend gut zu verteidigen. Also man kriegt vielleicht noch ein, vielleicht noch zwei Schüsse irgendwo rein, aber dann hört es entsprechend schon auf. So. T34 in die Turmseite. Nice. Da haben wir den zweiten Schaden hier in der Runde. Rechts. Rechts, der Heavy. Ja, nee, Haus im Weg. Dann der CS. Der kommt da, glaube ich, rum. Ja, genau. Zack. Ja, da war der Winkel zu beschissen in die Seitenwanne. Und jetzt wird der FV da gepusht. Und hier sieht man jetzt halt wunderbar das Problem. Die DPM ist aus der Hölle. So, der FV, kriegt er sich da noch irgendwie rausgezogen? Nee, leider nicht. Und jetzt haben wir genau die Situation, die ich angesprochen habe. Jetzt sind alle vorne zwar weg, aber es sind eigentlich zu wenig, ja, also es sind zu viele Gegner, wollte ich sagen, die jetzt hier kommen, anstatt dass man das noch günstig gut verteidigen könnte. Außerdem steht es 5 zu 10. Also für meinen Geschmack war es bis jetzt, dafür, dass die Stärke des Fahrzeugs auch seine Geschwindigkeit ist, hier zu passiv gespielt. Einmal vorne rangefahren, Schuss gefangen, gemerkt, okay, das funktioniert nicht. Und sich dann hier hinten hinzustellen und zu warten, bis dann alle weg sind, zwei, drei Schuss anzusetzen und dann in die nächste Verteidigungsposition zu fahren, das ist mir ein Ticken zu wenig. Also ich habe ja zwischendurch auch gesagt, man hätte da auf die Position E7 fahren können. Ob das funktioniert hätte und ob wir dann das Replay hier gesehen hätten, das steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier. Es wäre aber mal interessant gewesen, dass man das gesehen hätte, ob es dort funktioniert, weil da ist ja eine kleine Böschung. Das Teil hat ja hier 8 Grad Gun Depression und mit der Mobilität vor, zurück hätte man da vielleicht ein paar gute Schüsse ansetzen können. Ist aber jetzt erstmal nur eine Vermutung, als dass ich das wirklich weiß. So, hallo liebes Objekt. Hinten noch in den Poppes rein und dann irgendwo nur noch Schottpanzer getroffen, so wie es aussah. So, dann 56 TP. Versinkt da in der Bodensenke. Da ist der Reload auch wieder eine halbe Sekunde zu lang, beziehungsweise die Fluggeschwindigkeiten zu gering. Jetzt haben wir die gleiche Situation. Jetzt stehst du wieder hier hinten und guckst zu, wie die Lorraine rausgebatzt wird. So, jetzt steht es 8 zu 12. Das war der erste Kill. Der Even 90 holt sich jetzt die Arti, so wie es aussieht. Und da ist das 703. Jetzt ist langsam... Jetzt, ich wollte gerade sagen, jetzt ist die Zeit für APCR gekommen. Weil das 703 da zuverlässig zu durchschlagen. Wow. Alter, ist, ja, das, gut. Nice, warum auch nicht? Das 703, hat er geträumt oder hat es nicht kommen sehen? I don't know. Kill Nummer 2. 2200 Schadenspunkte. So, der Even 90 versucht da jetzt wegzukommen. Das Problem des Even 90 ist, er ist für einen Light auf Tier 8 nicht mit einem guten Leistungsgewicht gesegnet. Und dementsprechend ist es schwierig, da in so einer Situation noch zuverlässig wegzukommen. Oh, hallo, Badget. Tschüss, Badget. Leider spottet die noch, die Artillerie hier. Es steht 11 zu 13. So, zack. Nein, oh, wieder eine halbe Sekunde zu langer Reload, aber jetzt kommt der Kill muss jetzt kommen, ja, dadurch, genau, nein, da, zack, oh, ja gut, da hätte man jetzt einen guten High-Roll gebraucht, aber die Arti lebt noch, wollte ich gerade sagen, so, komm, Kill, yes, aber leider nimmt der T34 die Arti raus. 12 zu 14, jetzt steht, ja, 12 zu 14, 73 Hitpoints im Rückstand, das geht eigentlich noch. Wir wissen, dass der Liz hier irgendwo ist, da kann man sich noch einen Schuss fangen. Oh, schöner Kill. Und jetzt fängst du langsam an zu spielen, würde ich sagen. So, da ist der Liberté. Auch der ist ein One-Shot. Tschüss. Kill Nummer 6, wir sind bei 3000 Schadenspunkten. Und jetzt ist noch irgendwo der Somua. Die Frage ist er durch den Wald durchgedrückt? Oder steht er noch irgendwo hier hinten rum? Hallo? Also von hier aus, da muss er jetzt durch die Mitte kommen. Es würde mich nicht wundern, wenn gleich der Cap-Timer anfängt zu laufen. Und der Somua auch über die K-Linie rangefahren ist. Das Ding ist aber,
spotten man ihn hier, wenn er über die K-Linie kommt. Dann spottet man ihn eigentlich erst, wenn er hier hinten schon bei K1, K2 steht. Und ich kann nicht hier auch auf Alt drücken? Ja, kann ich. Halbe Hitpoints hat er noch. Das heißt, man muss ihn eigentlich in der Situation kriegen, wo man, also wo Onkel M hier nicht gespottet wird. Oder wo er am Reload ist. Wobei, das wird er jetzt mittlerweile nicht mehr sein. Ah ja, da geht der Cap-Timer an. Also richtig antizipiert. Und jetzt mal gucken. Von der Seite aus müsste man eigentlich den Cap ganz gut... Was? Au. Okay, das ist sehr interessant. Der Sumua spottet ihn hier hinter dem Busch. Und... Der geht auch wieder zu, krass. Der hat noch ein paar mehr Lebenspunkte gehabt, so wie es aussieht. So, aber er bleibt da eisern im Cap stehen. So, einen Schuss kannst du dir auf jeden Fall noch fangen. Dann musst du aber auf jeden Fall... Das gibt's doch gar nicht! Warte mal, habe ich jetzt was verpasst? Du spielst das Ding doch als Leitersatz. What the fuck? Tschüss. Kill Nummer 7. 4000 Schadenspunkte. Ich sag mal so, die erste Hälfte war so, oh, komm, mach was. Und die zweite Hälfte war dann, okay, da warst du warm. Und dann ging's mal eben los, hier die Runde noch zu retten. In der Auswertung sehen wir, das Ganze gibt überraschenderweise jetzt nur eine zweite Klasse und einen Top Gun. Es war eine Tier 8 Only Runde, von den XP müsste es eigentlich passen. Der Hintergrund liegt höchstwahrscheinlich darin, dass vieler Schaden gar nicht selbst gespottet war. Selbst am Ende, also klar, der am Ende der Schaden auf den Sumo war schon. Aber wir haben hier schon gesehen, wie so Sichtweitenproblematik beim Cheezor durchaus eine Rolle spielen. Auch die ganzen Kills, um die Arti zu retten. Das war auch kein selbstgespotteter Damage und deswegen gibt es darauf dann wieder den Malus von den XP her. Wir sehen es, 4000 Schadenspunkte, 7 Kills und in Anführungsstrichen trotzdem nur 1309 Basis. Da geht rein für den XP noch mehr. Von der Runde her war es so, ich habe es eben ja schon gesagt, die erste Hälfte war, hat mir jetzt nicht so gut gefallen, aufgrund dessen, dass die Geschwindigkeit des Fahrzeugs nicht so wirklich genutzt wurde. Und dann ab der zweiten Hälfte hast du einfach mal aufgeräumt. Da war es dann richtig, richtig gut. Insgesamt sind es mit den ganzen Boni 155.000 Credits und Tagessiegbonus mit Premium-Fahrzeugbonus und persönlicher Reserve 6.086 Erfahrungspunkte. In der zweiten Runde wird es geschwindigkeitstechnisch ein bisschen gemütlicher. Und ich habe hier ein relativ altes Replay, was ich in meinem Postfach noch gefunden habe, ausgegraben. Von Coprostes, ich hoffe, das spreche ich richtig aus, seinen Namen, im Panzerkampfwagen S-35, beziehungsweise um genau zu sein, Panzerkampfwagen S-35-739F. Ein Premium-Tier-3-Fahrzeug bei den Deutschen, wobei... Ich würde sagen, das ist ein Beutefahrzeug. Korrigiert mich aber gerne, wenn ich hier Blödsinn erzähle. Das ist ein Low-Tier-Gefecht, auch auf der Mannerheim-Linie gegen Vierer. Laut der Wargaming-Seite oder laut der World of Tanks-Seite ist das ein Fahrzeug ohne angepasstes Matchmaking. Falls das stimmt, okay. Falls es nicht stimmt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Das Teil hat eine brauchbare, nicht mehr als brauchbare Mobilität, 37 vorwärts, 12 rückwärts und lebt, glaube ich, primär von der Kanone, eine 4,7 cm Kanone, 55 Standard AP Pen, Premium 90 Pen, 52 der Alpha und HE 24 Pen bei 62 Alpha, gut, das ist nicht wirklich relevant. Nachladezeit 2,17, Einzielzeit 1,14, Genauigkeit 0,39, das heißt... Die schießt extrem schnell und ist auch, wie wir hier sehen, relativ schnell eingezielt. Also das Fahrzeug könnte ganz spaßig sein. Die Panzerung, ohne dass ich jetzt mir es im Detail angeschaut habe, ist nicht so problematisch wie beim B2 auf Tier 4. Aber auch hier lasse ich mich gerne in den Kommentaren korrigieren. Gefühlt hat das Teil auf jeden Fall ein bisschen mehr Mobilität. Und ja, es ist Low Tier. Da sieht man mal so solche Kollegen wie hier, der Stuart, der dann einfach mal zum Beginn der Runde reinpusht. Aber... Das ist ja ein bisschen zu früh. Wir haben 10 Grad Gun Depression, 330 Meter Sichtweite und 465 Lebenspunkte. So, jetzt haben wir schon mal die erste TD-Position auf Mannerheim-Linie gesehen.
auf F4. Und jetzt geht's ab zur zweiten TD-Position. Und mal gucken, was wir da so sehen werden. Wir haben schon einen Kill, 190 Alpha auf der Uhr. Aber da geht natürlich noch mehr. Hallo, lieber Stuart. Hier sehen wir vor allen Dingen, wie gut die Einzielzeit ist. Genauigkeit wäre jetzt hier eigentlich auch genau richtig gewesen. Das Einzige, die Fluggeschwindigkeiten haben jetzt hier dazu geführt, dass der kleine Stuart wegfahren konnte. Wir haben 660 Meter pro Sekunde. Ja, es ist halt laut hier. Ne? Wenn das jetzt ein 5er, 6er, 7er wäre, dann wären das schon sehr, sehr langsame Fluggeschwindigkeiten. Auf im Low-Tier ist das jetzt nicht so krass untypisch. So, der kleine Stuart ist wieder da. Wir sehen hier aber schon mal einen roten Padmarker. Jetzt lädt er auf APCR um. Da gibt es zweimal scheint den Turm. Da ist wohl ein grüner Padmarker. Und jetzt ist er wieder runtergefahren. Aber da kommt noch mehr. Hallo T70. Das ist ein roter. Ja, da, grün. Nein, das ist rot. Du hattest gerade ein grün. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Okay, fassen wir kurz zusammen. 90 Pen sind dann wohl doch gegen den einen oder anderen tatsächlich schon problematisch. So, Sacharino, da geht die APCR durch. Die zweite trifft auch, aber leider, leider, da ist er weg. So, mal gucken, ob da noch was kommt. Ich denke schon, die Gegner wollen ja noch ein bisschen mehr haben. Der P2640 vom Gegner pusht da jetzt unten rein. Der ist insofern gefährlich, weil der halt eine richtig fiese HE-Munition hat. Und da kommt der T70 wieder. Verschwindet da aber in der kleinen Senke. Jetzt muss man einfach ein bisschen Geduld haben. Der kommt da auch wieder hoch. Genau, dass der trifft, sah komisch aus. Aber jetzt zeigt er hier die Seite. Och, hä, wo ging der denn wieder nicht durch? Was ist das denn? Ja gut, die Grundgenauigkeit der Kanone ist nicht die beste. Und hier muss man ihn jetzt tatsächlich... Eieiei. Eieiei. Okay, das ist jetzt herb. Da wäre deutlich mehr Damage drin gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt die Munition war, die am Trollen war. Oder ob es die Kanone war, die am Trollen war. Also rein von der Grundgenauigkeit. Weil rein von den Durchschlagswerten, grüner Pennmarker, hätten das eigentlich alles Schadensschüsse sein müssen. Sei es drum. 7:9 steht's. Und jetzt müssen wir hoffen, dass der T70 dann nochmal kommt. Ja, da ist er auch wieder. Aber er zeigt... Na, wobei, das gibt es doch nicht. So, jetzt steht er gekettet und jetzt in die Seite farmen. Schön farmen, weiter farmen. Noch ein Schuss, jetzt komm, Kill. Na, endlich. So, da kommt der nächste Kill, der Sacharino. Tschüss. Und der kleine Stuart. Weißt du, die Schüsse, die... Also, die Kanone scheint grundsätzlich sehr, sehr zuverlässig zu sein. Das finde ich ganz cool. Ich muss mal gucken, ob ich den auch auf meinem Account habe. Ich glaube schon. Vielleicht packe ich den auch mal wieder in einem Stream aus und fahre den mal 2, 3 Runden, um dieses Gefühl, was das Replay hier vermittelt, zu überprüfen. Positiv oder vielleicht auch negativ. Mal gucken. So, der Stuart, da kommen wir nicht ran. Der T70, warum auch immer er so wenig Schaden macht, das war vielleicht HE. Da kommt der nächste Sacharino. Wird das so ausgesprochen? Sacharino? Sahariano? Sahariano? Oh, ich spreche ihn die ganze Zeit falsch aus. Asche auf mein Haupt. Sahariano. Naja, egal. Also, es ist dieser Italiener Geschenke Premium irgendwas Panzer. Schade. Wissen wir nicht. Ja, der fährt weiter. Ja, 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 sehr gut. Und jetzt einfach weiter abfarmen. Wir sehen halt, auf die Distanz hat die Kanone ein paar kleinere Probleme, aber... Also für mich kam da das Kettensymbol, aber er ist einfach weitergefahren. Ja, das kann man schon mal machen, wenn man gewisse Mods verwendet, aber ich will hier niemanden beschuldigen, das kann auch ein Replay-Bug sein. Aber sowas wie auf den Sacharino, wie gerade eben, sieht man auch gerne mal im Live-Gefecht. Da es da Leute halt diverse Mods benutzen, die nicht so erlaubt sind. So, farmen... Farmen. Farmen. Oh ja, okay, der P26 scheint da HE, AP zu schießen. Mit HE wäre das vielleicht ein bisschen Schaden gewesen. So, der B1 ist ein One-Shot. Wir sind bei 5 Kills. Und auch wenn wir hier das Ganze von... Na, ahaha! Alter, das war knapp. Also, das... ja, das war Absicht.
Scheiße, ey. Ich dachte schon, du landest jetzt da unten und musst nochmal hochfahren. Eieieiei. So, der B1 ist ein One-Shot. Der müsste jetzt hier auch irgendwie mal wieder aufgehen. So schnell ist der nicht. Dann fehlt noch der... Oh Gott, der TD, wollte ich gerade sagen. So, da ist der B1. Vielleicht kann das die Arti machen. Oder er fährt einfach weiter vor oder weiter zurück. Eins von beiden. Ja. Er ist zurückgefahren. Da, komm, einfach reinhalten. Tschüss. Also für mich sah das jetzt so aus, als ob der treffbar wäre. Gut, auf der anderen Seite nimmt der TD und der Stuart den T70 raus. Nee, anscheinend doch nicht. Da habe ich Blödsinn erzählt. Ich hätte gedacht, da. Was? Okay, du spottest da die Bison. Das finde ich witzig. Jetzt ist die Frage. Erstmal auf die Bison. Und dann den B1. Und dann die anderen. Ah, die Bison fährt jetzt unten lang. Ist halt so ein Risiko, weil man dann höchstwahrscheinlich seine Position preisgibt. Und der B1, glaube ich, nicht so richtig weiß, wo du bist. Ja, deswegen fährt er jetzt auch. Tschüss. Sehr gut. Jetzt hast du natürlich die Position preisgegeben. Jetzt wird es tricky mit dem Stuart und mit der Su-76 GFT. Jetzt könnte man natürlich versuchen, das von hier vorne, von der Ecke auszuspielen. Ah, hallo! Au! Erstmal, ja, versuchen, Kanonen rauszunehmen. Der tut jetzt hier weh. Da muss man jetzt farmen, hoffen, dass die eigene Arti vielleicht nochmal schießen kann und dass der gegnerische Stuart da keinen Bock hat. Schade, der kommt jetzt. Komm, jetzt komplettes Risiko. Nimm ihn raus. Sehr gut, Stuart. Tschüss. Nein, Stein! Jetzt! Eieieiei. Okay, das haben die beiden aber auch irgendwie nicht gut gemacht. Das war übrigens Kill Nummer 8. Radley Walters sollte es auf der Tierstufe noch nicht geben. Und jetzt geht's Richtung Bison. Wo ist die kleine Arti? Hallo? Die war ja hier so an die Auffahrt gefahren. Dabei E5, E6. Vielleicht hat sie aber auch gemerkt, dass das eine dumme Idee ist und ist jetzt wieder zurückgefahren. Vom Gefühl her würde ich sagen, kannst du dir noch einen Schuss von ihr fangen. Aber das ist nur mein Gefühl. So, jetzt bin ich gespannt. Wir gehen mal auf doppelte Geschwindigkeit. Ah, du versuchst die Arti also, ja, okay, von der Seite zu ärgern. Kann ich verstehen. Na, ja, die ist tatsächlich dort noch. Hallo, eins. Zwei. Drei. Eieiei. Vier. Na, weiter vorhalten. Fünf. Na, weiter vorhalten! Ja, nicht so weit. Oh Gott, ey. Ei! Och Mann, ey. Die hätte schon weg sein können. Was macht denn die jetzt? Ersäuft die sich jetzt? Nee, die versucht tatsächlich nochmal wegzukommen, die arme Sau. Gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen Slapstick hier. Ja, jetzt muss man den ganzen Weg hier lang fahren. Eventuell kann man sie von hier aus jetzt spotten. Jawohl, da ist sie wieder. Eins. Zwei. Und damit ist sie weg. Und damit ist Kill Nummer 9 auch gemacht. Wie gesagt, das Replay war ein bisschen älter. 1.19.1 war die Version hier. Nichtsdestotrotz, die Runde tut dem keinen Abbruch. Ein Panzerass, eine Oskin-Medaille, ein Großkaliber und eine Top Gun. Die Radley Walters gibt es auf Tier 3 noch nicht. Die gibt es erst später. Korrigiert mich ab Tier 5 oder ab Tier 4. Ihr wisst es bestimmt besser. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich habe es gerade nicht im Kopf. 2000 Schadenspunkte, 9 Kills, 1765 Basis. Ich glaube, daran sehen wir insgesamt, wie extrem gut die Runde einfach war. Die Kanone gefällt mir, auch wenn sie, so wie es aussieht, ein paar Durchschlagsprobleme hat. Gegen manche Fahrzeuge. Aber ich muss mal gucken, ob ich den selbst habe und den mal auspacken, weil der scheint wirklich recht spaßig zu sein. 70 Mal geschossen, 54 Treffer, 41 Mal Schaden gemacht. Das ist auch krass. Gar nicht mal so viel über 300 Meter. Das gefällt mir. Kein Premium-Account. Trotz großer Einsatzes von Premium-Munition sind es hier nur 1000 Credits miese. Und mit den ganzen Boni für Premium-Fahrzeug, persönliche Reserve, gibt es hier 3707 Erfahrungspunkte. Wir haben heute mobiles Gameplay oder mobiles Fahrzeug gesehen. Ein gemütliches Fahrzeug.
Also die bunte Mischung aus auch vor allen Dingen High-Tier und Low-Tier in World of Tanks. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr in Zukunft solche Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen YouTube-Kanal. Dann kriegt ihr auch immer eine Info, wenn neue Videos live gehen. Und ihr helft mir auch hier in meiner Arbeit damit sehr. Mein Dank geht am Ende noch raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt. Gemon, Fenkulle, Grovin, Kirtano, Karbein, Baron, Klumpen, Heimdall und Roblitz. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher.